Boah, ist besser als gedacht. Boah. Aloha. Aus Bock auf Rhabarberschnitte. Das ist eine verdammt leckere Rhabarberschnitte. Wie machen wir heute? Aber erstmal müsst ihr kommentieren, liken, teilen, die Glocke bimmeln, deinen Freunden Bescheid sagen, dass es bei uns echt feinsten veganen Stuff gibt. Und dann machen wir jetzt ein Rhabarberschnittchen. Das wird dein Leben verändern. Fangen wir an. Machen wir heute unseren Rhabarberkuchen. Und nicht zu verwechseln mit Rhabarberpapa, aber den gab es ja gar nicht. Der heißt nämlich Barberpapa. Weißt du den? Ich glaube, der war lila. Ja, ja. Der war von Super RTL, der alte Frosch. Naja, auf jeden Fall nehmen wir unseren. Nicht Kika? Weiß ich gar nicht. Nee. Super RTL. Wir nehmen auf jeden Fall unseren Rhabarber und schneiden den klein. Also wir schneiden hier oben so ab und unten und schälen den und dann schneiden wir den in Streifen. Und wenn dann der Rhabarber klein geschnitten ist, dann tun wir den mit dem Zitronensaft, dem braunen und dem weißen Zucker zusammen in eine Schüssel, damit quasi der Rhabarbersaft sich mit dem Zucker und dem Zitronensaft kombinieren kann, verbinden kann. Mhm. Und dann lassen wir das mal beiseite stehen, damit die Verbindung genug Zeit hat, sich zu verbinden. War schon okay. Und dann kümmern wir uns um den Teig. So, wie ihr seht, haben wir den Rhabarber. Voll verwechselt. Hätte schon fast Sellerie gesagt. Klein geschnitten. Den geben wir jetzt in die Schüssel. Und dann geben wir den Zucker dazu und den Zitronensaft. Dann mischen wir das gut um. Und wenn wir das gemacht haben, stellen wir das zur Seite, wie eben schon erwähnt. Und dann kümmern wir uns um den Teig, weil ein Kuchen ohne Teig ist nur eine Füllung und nur eine Füllung ist kein Kuchen. Wow. Poet. Man nennt mich nicht auch sonst. Das war der adipöse Kochpoet. Okay. Hallo. Wir machen den Teig. Dafür habe ich mir eine große Schüssel genommen, weil wir einen großen Teig jetzt machen. Nein, im Ernst. Wir machen jetzt erstmal die Krümmels. Dazu geben wir Mehl in unsere Schüssel. Gefolgt von Zucker, Salz, Margarine und Seidentofu. Darauf achten, dass die Margarine kalt ist. Ich habe die gerade für 20 Minuten, 15, 20 Minuten gefrierfach gehabt, weil wir quasi jetzt die Krümmels machen wollen. Also die Streusel für oben drüber. Das ist auch die Basis für unseren Boden. Und wenn die Margarine zu weich ist, dann ist die flüssig und also weich. Und wenn die weich ist, haben wir das Problem, dass der Boden dann zu, also die Krümmels zu feucht sind und dadurch entsteht dann halt ein Teig und keine Krümmels. Ja, willst du jetzt eigentlich noch Krümmels sagen? Ich hyperventiliere schon fast, so oft, wie ich jetzt Krümmels gesagt habe. Naja, auf jeden Fall tun wir jetzt erstmal den Tofu und die Margarine und den Zucker und das Salz zum Mehl geben. Und dann lassen wir das mal bei der Küchenmaschine jetzt erstmal kurz mixen, damit es krümelig wird. Und für die Krümmels. Für die Krümmels. So, der Teig ist fertig. Wie ihr sehen könnt, der ist schön klebrig. Es sind sogar noch Margarinestücke drin. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben das jetzt in zwei Teile aufgeteilt. Wir haben ungefähr 700 Gramm. Wir benutzen 200 für die Krümmels obendrauf. Das geht direkt in den Kühlschrank und mit den restlichen 500 machen wir jetzt den Boden. Und da geben wir jetzt, was geben wir alles dazu? Apfelmus kommt dazu, noch ein bisschen Mehl, noch ein bisschen Backpulver, ein bisschen Vanillezucker. Ich glaube, das war auch alles. Naja, das mischen wir jetzt auf jeden Fall. Dann geht das nochmal kurz in die Küchenmaschine. Dann nehmen wir unser Backblech und dann breiten wir den Teig drauf. Und dann... Katze? Nein. Und dann machen wir weiter. Bevor ich es vergesse, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen, dass mir das doch noch einfällt. Wir müssen nämlich wieder mal den Backofen vorheizen. Ober- Unterhitze, ich glaube 180 Grad.
Die genauen Mengenangaben, die Gradzahl, ihr wisst, unten ist das Originalrezept. Da könnt ihr dann schon lesen. Ich habe nämlich auch nicht alles im Kopf, ich bin auch schon alt, deswegen. Der Teig ist fertig, seht ihr, ist cremig und sämig, so wollen wir ihn haben. Den tun wir jetzt auf ein Backblech, was wir vorher schon mit Backpapier ausgelegt haben. Was machst du dann, wenn du den Teig da drauf hast? Wahrscheinlich platt drücken, fest drücken. Ich würde stark davon ausgehen, ja. Weil sonst haben wir ja keinen flachen Kuchen. Der wird jetzt dann ausgedrückt, ungefähr auf, ich würde sagen, maximal einen Zentimeter Dicke. Das müssen wir jetzt noch gucken. Also die genaue Größe, das genaue Maß, das steht natürlich im Rezept, wie alles weitere auch. Und dann tun wir den erstmal für 10 Minuten dann bei 180 Grad Ober- und Unterhitze backen. Dann tun wir die Flüssigkeit vom Rhabarber trennen. Dann geben wir den Rhabarber da drauf, machen die Krümels fertig, beziehungsweise nehmen dann die Krümelsmischung, die wir jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ich das eben schon gesagt habe, die muss auf jeden Fall noch im Kühlschrank, damit der wieder schön fest wird. Und dann geben wir das da drüber und dann backen wir das so für 50, 60 Minuten. Jo. Das ist unser Teig. Circa, was haben wir jetzt hier, 32 mal 24 cm. Pi mal Daumen, also haben wir zwischen 30 mal 20 und 35 mal 25 cm sollte der Teig ungefähr sein. Dick ist er, ich würde sagen, einen halben Zentimeter. Der geht jetzt für 10 Minuten im Backofen und dann sehen wir uns gleich wieder. Freunde, die 10 Minuten sind rum. Den Backofen lassen wir an. Den Kuchen holen wir heraus. Uff! Der ist aber hochgegangen. Vielleicht mal ein bisschen andrücken. Also könnt ihr, wenn ihr Bock habt, ein bisschen. Also der ist echt schwer hochgegangen. Ist aber jetzt auch egal. Wir nehmen jetzt unseren Rira Rababa. Den haben wir auf jeden Fall, den müsst ihr vorher ins Sieb tun und dann die Flüssigkeit erstmal absieben, weil die brauchen wir nicht. Wir wollen den stinknormalen, ganz normalen Rhabarber. Und der schmeckt schon fast wie Apfel. Das ist unglaublich. Den Rhabarber geben wir jetzt hier schön großzügig, verteilen wir den dann drauf. Und dann nehmen wir das Stück, was wir jetzt die ganze Zeit im Kühlschrank hatten, was noch von dem Krümelsteig übrig geblieben ist, und machen daraus Krümels und streuen die drüber. Und dann geht's in den Backofen und dann sehen wir uns wieder. Weile. Ja, und dann sehen wir uns wieder, wenn der Kuchen fertig ist. Der Boden ist belegt. Die Krümels sind drauf. Keine Ahnung, ob das so richtig ist. Also, ihr seht ja nachher das Ergebnis. Wenn euch das Ergebnis gefällt, dann muss es so aussehen. Und dann seid ihr auf der richtigen Seite. Jo, das geht jetzt in den Ofen. Und dann sehen wir uns so ungefähr, wie schon 5000 Mal erwähnt, steht hier unten im Rezept die genaue Angabe. Und dann sehen wir uns dann wieder, wenn der Kuchen fertig ist. Findest du schon? Ei. Ist ja unglaublich. Würde ich mal behaupten. So. Ich bin mal am Essen. Ja. Der Kuchen wurde nach 55 Minuten schon aus dem Ofen geholt. Und dann haben wir den kurz abkühlen lassen. Er ist auf jeden Fall nicht so hoch gegangen wie erwartet. Deswegen ist das jetzt gar kein Rhabarberkuchen, sondern sind das Rhabarberschnitten. Aber sei es drum, wir haben einen Boden, wir haben Rhabarber und wir haben Streusel. Und das schneiden wir jetzt in 10 gleich große Teile und dann kann man davon essen. Ja. Also einmal so in die Mitte, dann hier und hier, dann hast du 1, 2, 3, 4 und so, dann hast du 8. Dann machen wir 8 gleich. 1, 2, ja. Ja. 8 Schnitten. 8. Rhabarberstreuselschnitten. Da kann man dann noch irgendwas drauflegen, wie man will. Sahne. Oder auch nichts. Ich wünsche guten Appetit. Tschüss.